Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Wir wollen jetzt schauen, was hinter diesem riesigen Tor ist. Und ich drücke mal. Ja, verschaffe dir Zugang zu der Beobachtungskammer. Dann gucken wir doch mal, wo das geht. Und wir brauchen hier natürlich wieder eine Bombe. Okay. Alarm geht los. Ich würde gerne einmal speichern. Ja. Jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen vorbereiten. Ihr seht schon. Ich denke, ihr wisst es. Es ist ein Kampf. Ameisenomelett. Okay, essen wir einfach mal eins. Wir trinken einen Schluck. Und hoch. Wir rüsten die Salzpfeile aus. Wir haben nur 40 Stück. Ach ja. Achso, am besten speichere ich jetzt nochmal. Habe ich jetzt gespeichert? Jetzt. Zehnfach hält besser, ne? Gerade beim Speichern. Ja, ich bin gespannt. Oh Gott. Ja, Eindringlingswarnung. Managementtruppe zum Einsatz vorbereiten. Wir müssen die mal jetzt einsetzen. So. Da hinten sehen wir ihn, den Assistant Manager. Okay, bei dem machen wir ganz gut Schaden. Oh nein, ich wollte das gar nicht. So, ich muss einmal kurz das Schild noch ausrüsten. Denn diese Elektrizitätskugeln kann man nur mit dem Schild wegblocken. Ansonsten kriegt man Schaden. Ich will hier erstmal die Ads wegmachen. So, und jetzt ist der Assistant Manager weiter dran. Der hat mehrere Phasen. Werdet ihr gleich noch sehen. Oh, ich bin so gespannt, ob wir ihn schaffen, ne? Jetzt geht's los. Hier in der Aua! In der Mitte sind... Aua! Laserstreifen. Da hängt irgendein... Aua! Warum hänge ich denn hier jetzt gerade so? Ach, weil da ein Laser war. Okay. Ich muss mal heilen. So, einmal blocken. Jetzt sind hier natürlich sehr viele Ads. Es geht gleich wieder weiter mit Lasern. Ich muss die Ads wegmachen. Wir blockieren hier zu stark. Aua, 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 aua. Jetzt geht's ja auch los. Okay. Laden. Wir laden natürlich einfach. Also wir machen gut Schaden an dem Assistant Manager. Das ist schon mal fein. Also damit bin ich fein. Wir müssen nur uns... Wir haben halt nur 40 Pfeile. Ich will nicht unbedingt die Ads mit den teuren Pfeilen bekämpfen. Also hier hinten, wo ich stehe, ist man relativ sicher. Klar, man muss immer noch den Kugeln hier ausweichen und nachher auch den Lasern. Jetzt geht's los mit den Lasern. So, jetzt kommt der Ads. Oh, jetzt ist er ganz vorne hier drin. Das finde ich nicht gut. Okay.
So, ich muss einmal kurz heilen. Wieder Laser. Rüberspringen. Blocken. Aua. Das Nervige sind gerade halt einfach die Ads, weil die auch ganz schön Schaden drücken. Habe ich beide? Okay. Jetzt kommen schon wieder Ads. Okay, ich versuche mich einfach auf ihn zu konzentrieren. Die Laser tun halt ordentlich weh. So, jetzt, oh, jetzt geht's los. Nächste Phase. Wir haben hier noch Stromschläge. Und Laser. Oh, Laser in uns drin. Wir haben ihn gleich. Jetzt hänge ich hier irgendwie ganz doll drin fest. Krieg gerade keinen Angriff mehr raus, ne? Jetzt! Geschafft. Oh Gott! Schockende Zurückweisung, ja. Puh! Schwieriger Kampf. Echt schwieriger Kampf. Gerade die ganzen Ads, die haben mich zum Schluss so blockiert. Und du darfst eigentlich nur hier in der Mitte stehen, damit du nicht von diesen Britzeldingern hier weggebritzelt wirst. Ja, war, aber wir haben es geschafft. Im zweiten Versuch, ne? War doch der zweite Versuch. Jetzt mal hier die ganzen Pfeile einsammeln. Wie viele Salzpfeile habe ich noch? 16. So, das ist der Assistant Manager. Erstmal scannen. Huch. Nein! Ich habe ihn nicht gescannt. Nein. Na gut. Aber wir haben die Karte bekommen. Ich glaube sogar gleich die goldene, weil es ihn nur einmal gibt. Ja. Wir können uns den ja mal angucken. Gerade ein bisschen fertig mit der Welt. Wo ist er denn? Hier unten. Assistant Manager. Hat... Schwächen, salzig, deswegen die Salzpfeile, aufbrechen, wäre Hammer und sauer. Sauer haben wir nicht. Alles andere hat er gegen die Resistenzen. Deswegen, also ich weiß gar nicht, was Pfeile für einen Schaden machen. Steht das dabei? Was ist das für ein Effekt? Grob nachgeladen. Pfeile, die nicht richtig nachgeladen werden, verursachen wenig, deutlich weniger Schaden. Okay. Schaden. Hier, Stich müsste das sein, oder? Ist das Stich? Ja, Stichschaden. Aber mit den Salz, mit dem Salzeffekt geht das. Wir haben, müssten das eigentlich, wir haben jetzt 100 pro die Assistant Manager Karte Zeugs. Da. Eine der wichtigsten Karten im Spiel, ja. Hätte ich mit der Welt. Aber geschafft. Und ich muss gleich einmal kurz, da brauchten wir die Karte zum Beispiel für. Einmal ganz kurz eine Pause machen, weil ich mein Brot aus dem Ofen holen muss. Aber, ja, innerhalb von 10 Minuten haben wir ihn geschafft. Ich bin gerade sehr glücklich. Weil der Kampf, der war mir sehr schwer in Erinnerung und der war jetzt auch nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Das ist anscheinend diese Einheit, die erhöhte Sicherheitsmaßnahme, ne?
Wir erinnern uns, da unten liegt noch ein Pfeil, ist jetzt egal. Gucken erstmal hier. Mixer-Verlegungsprogramm. Burgel, diese verflixten Mixergeräte treiben immer noch sämtliche Kreaturen hier in den Wahnsinn. Um unsere Konzentratsammlung kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir hier erst einmal weit weg. Oder weit weg von hier. Ich habe eine grobe Karte möglicher Standorte an die Tafel gezeichnet. Alle markierten Stellen müssen sich gut verteidigen lassen, falls die örtlichen Kreaturen ähnlich aggressiv sind wie unsere Freunde an den Sprengtüren. Weh. Ja, hier sind die Überreste der Mixerforschung. Und hier haben wir eine Karte, wo die ganzen Mixer sind. Wir haben einmal Large Mixer, die haben Kreise. Und wir haben Medium Mixer, die haben Dreiecke. Und wir müssen 8 Stück davon finden, um diese Tür aufzumachen. Hier haben wir jetzt nur 7 markiert. Oder? Okay, nein, es ist der 8. hier, der mit dem Stern steht hier unten. This one was always here. Das heißt, dort steht auch noch einer. Also haben wir 8. Alle 8 Positionen. Und ich glaube, wir haben auch schon 1, 2 gesehen. Kann das sein? Hier? Ist ein Mixer? Ja, auch schon einen gesehen? Nee, ne? Okay, also einen haben wir schon gesehen. Es gibt aber 8 Stück auf der Map. So, nochmal Karte verwenden. Ja, und hier sind wir. Hier liegt der Chip. Schwarze Ameise, super Chip. Und Laborabriegelung. Das hören wir uns noch an und dann muss ich einmal ganz kurz eine Pause machen. The production of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much. No suggestion from my paranoid psyche too preposterous. What a pathetic state of affairs. Overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgel? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out. Das klingt ganz klar nach einem Nervenzusammenbruch, lieber Wendell. So, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich dachte, das können wir lesen. Das sah gerade echt aus wie eine Waffe, die man lesen kann. Den Chip hatten wir schon eingesammelt. Hier sehen wir die ganzen Mixer. Geht's irgendwo nach oben? Waren wir hier nicht schon? Ne, so weit oben waren wir noch nicht. Ja, doch. Ne, da waren wir noch nicht. So, Ominent steht da drauf. So, wir sammeln natürlich noch den restlichen Loot ein. Öffnen mal. Und tada, wir sind... Hier hinten waren wir noch gar nicht so, ne? Wir sind beim Sandkasten im Prinzip. Hier ist ein riesig großer Wasserschlauch. So, von hier aus kommen wir jetzt jederzeit wieder rein. Aber wie spät ist es denn? 18 Uhr, ja. Wir machen uns mal fix auf dem heilen Weg.
Oder wir gehen einfach da hinten zum Schlafen. Wir haben ja noch Essen im Dings und dann können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Ja, komm, wir übernachten hier. Genau, dann schauen wir uns am nächsten Morgen hier noch mal ein bisschen um im Müllhaufen. Hier hatten wir ja schon eine Kassette gefunden. Wo kommen wir hier vorbei? Gut aus. That was refreshing. So, einen Schluck trinken. Ja, wir haben jetzt so einen echt stärkeren Boss besiegt. Also nein, es ist... wir müssen hier in dem Spiel unterscheiden. Es gibt Map-Bosse. Die sind an bestimmten Orten auf der Map. Und es gibt so Story-Bosse. Und wir haben jetzt halt einen der wichtigsten Story-Bosse erledigt. Map-Boss haben wir noch nicht gesehen. Da weiß ich auch noch nicht, ob wir da schon stark genug für sind. Wir schlafen erstmal. Genau. Die möchte ich aber gerne hier im Let's Play mit euch machen. Also, die meisten kenne ich, aber es gibt ja seit dem Update einen neuen. Den kenne ich natürlich noch nicht. Und den werden wir dann einfach mal gemeinsam mal kennenlernen. So, da sind Wassertropfen. Lass mich hier hin. Genau. So, ich packe jetzt erstmal ganzen schwarzen Ameisen rüber. Krähenfedern. Auch natürlich die Aufwertungsmaterialien. Und den Rest behalten wir mal im Inventar. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns wartet. Aber ja, wir haben das Ameisenlabor jetzt fertig. Haben es auch eigentlich recht gut geschafft. Du warst das nicht. So, voll getrunken. Dann schauen wir uns hier mal um. Müllhaufen. Ja, Forschungsstation. Wissen wir ja, wo sie ist. So, und ab jetzt ziehen wir einfach mal die Gasmaske auf. Das ist sicherer. I'm all geared up. Hallo, Mülleimer. Zerdrückte La Biestdose. Das müsste die hier vorne sein. Haben wir hier noch eine Dose? Da können wir nicht rein. So, ich mache hier mal das kaputt. Dann müsste... Ist sehr viel. Wir müssen mal hier raus. Ich dachte, wenn man die kaputt macht, verschwindet... Also, man muss es auch richtig kaputt machen. So, dann verschwindet so ein bisschen der starke Verwesungsgeruch. Und wir können uns hier ein bisschen länger aufhalten. So, ist hier was drin? Nee. Hier ist aber was drin. Armament Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science... scratch that. Dr. Wendell Tully, PhD. At least they can't fire me from that. My years of work on the spacer mattered little to Armament. The project was shut down and I was shown the door.
And yet Kaminsky still works there, and he's an idiot. I've been reduced to substitute teaching at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean, a vector. Oh! I swear the ignorance around me is contagious. Does that normal teacher do anything? No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Ach, Wendel. Du hast es nicht leicht. So, dann machen wir mal kurz hier den Hotdog weg. So. Black ant here, black ant there, black ants get everywhere. So, da ist noch einer. Das ist eigentlich ganz cool, da kann man so seine Umgebung ein bisschen beeinflussen. Und ist der nicht so ganz ausgeliefert, muss man ja mal sagen. Also ich find's auch irgendwie total absurd, hier im Müll rumzulaufen. Aber eigentlich ist das ein voll interessanter Ort, weil alles so ein bisschen durcheinander liegt und... unübersichtlich ist und... man sich ja eigentlich irgendwie ein bisschen ekelt. Aber das einfach zum menschlichen Dasein dazugehört. Dass wir Müll produzieren, leider ein bisschen zu viel. Where are you off to, eh? So. Sind noch nicht tief drin. Ihr seht, es geht noch weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir hier hochkommen. Pure Wissenschaft ist hier irgendwo noch. So, da hinten sehen wir Fliegen. Da ist die Wissenschaft. So, Salzfälle brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach, warte mal. Das sind nämlich... jetzt war schon wieder dieser Benachricht. Was vom Spiel? Wenn man was gescannt hat. Wir müssen das nochmal ausprobieren. So, da fliegt eine runter. Gehen wir mal hin. Können wir sie so schnell finden? Fliegenpelz, yay. Ich nehme mal hier weg. Denn ich glaube, damit können wir unsere Gasmaske reparieren. Ein Seil brauchen wir. Die habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen von da unten, ne? Wir sammeln uns mal kurz Pflanzenfasern, um Seile herzustellen. Dann können wir nämlich nebenbei immer unsere Gasmaske reparieren und müssen hier nicht wieder so schnell weg. Denn hier Pflanzenfaser. Da. So, ein, zwei noch, damit wir uns drei Seile, glaube ich, jetzt herstellen können. Ja. Genau, und dann können wir uns sicherheitshalber immer noch die Maske reparieren. Dann hat man es hier ein bisschen entspannter zum Erkunden. Aber ansonsten seht ihr ja, ist es sehr friedlich hier. Also man hat einfach Zeit, im Müll rumzuwühlen und alles entspannt anzugucken.
Wenn man seine Maske nebenbei reparieren kann. So, wir machen hier aber noch den Hotdog weg. Ja, da kriegen wir schon das Ausrufezeichen, dass die Gasmaske nicht mehr allzu lange hält. Das Fleisch, noch mehr Fliegenpelz. Ohne Arbeiterameise, die hier gestorben ist. So, ich würde sagen, wir reparieren mal die Gasmaske. Gucken wir mal hier weiter. Aber da oben ist noch eine Fliege. Springen wir mal hier rein. Oh, da liegt was. Da kommen wir schon rein. So. Bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. Endlich Anerkennung. Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. My Omnit Minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this instance, and I will have the last laugh. Once Omnit sees what I have accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph. This is what I have been working toward my entire career. Recognition at last. Sehr schön. Hast du dir verdient, Tolly. Tut auch mal gut, mal ein bisschen Anerkennung für seine Arbeit zu bekommen. Für jeden. Nicht nur für Wissenschaftler, für jeden. Okay, hier irgendwo ist ein Milch. Oh, guck mal. Hier hinter versteckt. Oh, gleich zwei? Oder spiegelt das nur so komisch? Ich hoffe, es ist nur eine. Zwei auf einmal wäre ja schon ganz schön viel, ne? Hier ist nur eine. Hat so komisch gespiegelt. Dominant Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 87.12.19. It's past midnight now, but the covalent space reducer prototype is complete. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the spacer. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these months of work were worth it. Everything should be sound, but you never know until you flip the switch. Well, here goes nothing. Supplemental log, complete failure. Oh, why do I even try? I'll clean this mess up in the morning. Ach, Tolly. Ja, hier geht's eher so um seine Anfangszeit bei Omnint, beziehungsweise seine Zeit bei Omnint. Wir wissen ja, dass er irgendwann gefeuert wurde. Und wir haben ein würziges Stück gefunden. Das können wir dann auf jeden Fall noch scannen. Oh, guck mal, wie viel Fleisch wir haben. Das können wir auch rausschmeißen, wenn es zu voll wird. Supplemental log, Omnint Practical Technologies, Tolly. Go, whatever, I'll sort it later.
The important thing is, I have done it! Success! The spacer has worked its magic! I have successfully shrunk a set of basic plastic polyhedral dice from the size of standard dice to no bigger than the size of... well, much smaller dice. Bert, I'll make a note to come up with a better comparison. Noted! You did it, nonetheless. This is a complete exoneration. However, it occurs to me that I have a new problem. The dice were intended to be young Thor's Christmas present. He will be disappointed. But perhaps I can convince him that they were miniature dice. The tiny instructions might be a bit of a giveaway. A new solution may be required. To the Fun Pit Toy Mart before they close! So, wir versuchen uns jetzt mal die Science hier zu holen. Also nebenbei habe ich schon den Molar eingesammelt. Ihr seht das ja. Hoch. Was haben wir denn hier am dümmsten hoch? So, ne? Würde ich sagen. Oh, guck mal, da oben liegt auch noch eins. Da können wir uns da runterfallen lassen. Schon mal gut zu wissen. Hier noch irgendwas oben drauf. Ja, ihr seht, der Müll ist voll mit Sachen. Ich glaube, bei der... Ja, genau, bei der waren wir schon drin. Also es lohnt sich, hier ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen. Oh, da ist auch noch was drin. Oh, perfekt. Also die witzigen Stücke brauchen wir jetzt tatsächlich auch demnächst. Oder hätte ich gerne. Und da wir sie jetzt gerade bekommen, ist das irre gut. So. Doch, wir kommen hier hoch. So, nochmal hier gucken. Ich war nämlich der Meinung, dass hier irgendwo auch noch ein Scap liegt. Aber ja, ist halt nicht so übersichtlich hier, ne? Also wenn ihr da auch jemand seid, der gerne alles einsammelt, kann ich euch wirklich diese Scanner-Verbesserung, also für Milchmolare, für Scabbies, für... oh, da ist auch noch einer. Für Science kann ich euch echt nur empfehlen. Dann ist das nämlich alles ein bisschen einfacher und man muss nicht unbedingt googeln. Also bei ein paar Sachen muss man schon googeln, würde ich sagen. Aber so kriegt man vieles schon selber raus. Und wenn man so ein paar, sag ich mal, Prinzipien hier verstanden hat, dann hat man irgendwann auch eine Ahnung, wo was versteckt sein könnte, wo nicht. Ja, es gibt halt ein paar Ecken, die sind ein bisschen mies. Das ist dann wirklich Jump-and-Run-Action. Die werde ich euch auch garantiert nicht alle zeigen. Wenn es sich ergibt, ja. Wenn nicht, dann nicht. Weil die haben mir tatsächlich extrem viel Nerven gekostet zum Schluss, als ich versucht habe, alles einzusammeln. So, jetzt sind wir auf dem Mülleimer drauf. Hier können wir uns auch nochmal alles so ein bisschen umsehen. Was ist da? Spacer, Backup Spacer Files, okay. Da hoch kommen wir auch noch. Auf dem Rückweg müssen wir auf jeden Fall uns dort runterfallen lassen, um noch das eine würzige Stück dann einzusammeln. Ja, hier müssen wir uns dann irgendwie runterfallen lassen. War das da? Da. Ah, hier ist Science. Sieht doch mal. Dann gehen wir mal hier rüber, würde ich sagen. Und da hoch gehen wir auch noch. In der Folge. Ist jetzt ein bisschen länger.
war halt echt der Meinung, dass irgendwo muss hier noch ein Skep liegen. Ich weiß zwar nicht mehr wo genau, aber bin der Meinung, im Mülleimer hat man auch noch ein Skep. Hier, die Fliegen stinken auch, weil sie verfaultes Essen mit sich rumtragen. Science mitnehmen. Ich hab der Milchmolava hier im Becher. Tada! Was da alle. So. Das haben wir. Wir nehmen mal den, wobei wir können uns ja mit der Pusteblume hier runterfallen lassen. Jetzt sehr cool. Also Skep habe ich jetzt nicht gefunden. Ich glaube, der war hinter irgendeiner Banane. Oh. Ein bisschen tief. Hinter irgendeiner Bananenschale. Aber kann auch täuschen, oder war das irgendwie eine Orangenschale? Vielleicht hier irgendwo drin? Die auch nicht wirklich. Nee, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier unseren Trip im Müllhaufen. Wir haben ja jetzt einiges gefunden. Und dann werden wir in der nächsten Folge, also ich werde, glaube ich, offscreen nach Hause laufen mit, also ohne euch. Und dann geht es in der neuen Folge hier in der Base weiter. Denn dann können wir ordentlich was bei Burgle abgeben. Wir haben viele Milchmolare gefunden. Wir haben die Assistant Manager Karte. Das heißt, wir können nochmal ein paar Räume öffnen. Und ja, das klingt für mich eigentlich einer sehr coolen Sache. So, den braten wir mal. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.